Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 liebe Freunde. Wir sind wieder zurück und Maike Tanner. Ich habe gehört, dass du dich mit Sebastian triffst. Hast du richtig gehört, meine Gute, da hast du richtig gehört. Ich und Jill, wir sind forever in love. Und ja, was soll ich sagen, liebe Freunde? Wir hatten eine Ausgangssperre in der letzten Folge ausgehängt. Und zwar war das bis... Die Ausgangssperre beginnt um 19 Uhr. Das heißt, die Ausgangssperre beginnt jetzt gleich. Ich weck mal unsere kleine Maus und frag mal den Sebastian. Kann ich nicht den fragen, ob der irgendwie eine Verabredung mit mir haben will? Weißt du was? Ich gehe einfach mal raus. Ich guck's jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ist das dann schon Ausgang? Was macht die hier eigentlich? Was macht die Mary hier eigentlich? Was steht die hier rum? Kann die mal reingehen? Setz dich mal dahin. So, jetzt versuchen wir mal mit Jill. Ich versuche jetzt mal die Ausgangssperre hier zu überbrücken. So, warte mal. Ich rufe mal den Typ nochmal an. Frag den mal, ob der hier hinkommt. Uchima Golarga Slonkin. Why am I a boy? Sebastian wird gleich da sein. Sehr gut, da ist er auch schon. Sehr geil, warte mal. Und jetzt gehen wir mal los mit dem Sebastian. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Wenn wir jetzt einfach über die Ausgangssperre hinaus quasi draußen bleiben. Das möchte man nämlich mal gerne testen. Warte mal, wir gehen mal irgendwo, wo gehen wir mal hin? Wir gehen mal hier in diesen Nachtclub. Oder? Sollen wir in diesen Nachtclub hier gehen, in diese Bar? Wir gehen mal in diese Bar einfach. Reisen und dann nehmen wir natürlich den Sebastian mit. Warte, so. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ob die jetzt hinterherkommen oder ob es erst Ärger gibt, wenn wir wieder da sind. Oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, ob da jetzt was passiert. Ob da jetzt irgendwas nachkommt, wenn wir jetzt trotz der Ausgangssperre einfach rausgehen. Moment, ich muss mal mein Mikrofon hier anders machen. So, jetzt ist es wieder besser. Der Ladebalken, wir alle kennen den Ladebalken. Jeder liebt ihn, besonders wir. So, jetzt sind wir da. Sehr gut, und jetzt muss ich erstmal hier irgendwo ein Klo finden. Haben wir hier ein Klo? Da, ja, da haben wir Klos, sehr gut. Verstoß gegen Ausgangssperre verwenden. Ja, okay, machen wir einfach mal. Okay, unsere Verantwortung sinkt. Oh, hallo Sebastian. Ist es schon soweit? Muss ich schon ausziehen? Sebastian, komm doch mal wieder zurück. Sebastian, wo willst du hin? Komm bitte wieder. Es ist Guys Night. Gentleman Sims können an der Bar reduzierte Getränke... Hallo, ich bin doch ein Gentleman. Ich bin doch voll der Gentleman. Gibt's ja auch was zu essen. Warte mal, ich gehe mal hier in die Bar. Essen bestellen. Und zwar würde ich gerne... Fisch und Chips bestelle ich jetzt einfach mal. Wir brauchen jetzt mal was zu essen. Ach, das sind alles Gentlemans, oder was? Er könnte ein Gentleman sein, aber sie, ich weiß nicht. Paula Eule, ist sie ein Gentleman? Kann das wohl wahr sein? So, alter Mann. Das sieht aus wie der Nikolaus hier. Ach, das hat er einfach unter der Theke, oder was? Also Fisch und Chips. Hat er einfach unter der Theke stehen. Aber wir kriegen auf jeden Fall die ganze Zeit Verantwortungsbewusstseins-Minus. Wie ihr seht, also wir sind gerade nicht sehr verantwortungsbewusst, weil wir uns nach der Ausgangssperre draußen befinden. Ich finde es jetzt gerade sehr lustig. Ich weiß natürlich nicht, ob wir jetzt da gleich voll die Strafe für kriegen. Wo ist Sebastian denn jetzt hingerannt? Wo sind der jetzt hingerannt? Sebastian! Wo ist der denn jetzt? Der war doch gerade so nett oben ohne. Da hinten joggt er rum. Was soll das hier? Junge! Ich kann ihn nicht anklicken, wenn er so rennt. Stopp! Sebastian, ich bitte dich. Ich möchte gerne die Bewunderung ausdrücken, die ich für dich empfinde. Weil ausgezogen hätte zurückbleiben können. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. So, wir sind auf jeden Fall hier drin. Wir haben jetzt gegessen. Sehr gut. Wir müssten jetzt höchstens mal schlafen. Aber das können wir ja jetzt gerade nicht. Hauptsache er, wie er hier aussieht. Was hat er denn da an, ey? Das weiß er, glaube ich, selber nicht so genau. So. Ich nehme mein Essen mal mit und gehe gerade zu Sebastian, glaube ich, so wie es aussieht. Wir verfolgen sie mal. Ich verstehe auch nicht, warum er so weit gerannt ist, der junge Freund. Wollte er abhauen?
Man weiß es nicht. Vielleicht. Wo ist er denn jetzt? Am Arsch der Welt, der Typ, Hä? Ist er jetzt da hinten stehen geblieben? Er hätte uns ja auch mal entgegenlaufen können, ne? Hauptsache, wir hängen jetzt hier draußen die ganze Zeit rum. Wir müssen dann morgen auch in die Schule. Wir sollten dann auf jeden Fall gleich mal wieder nach Hause gehen. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, ob es da irgendwie jetzt eine Strafe gibt oder so, die wir dafür bekommen, dass wir jetzt nach der Ausgangssperre noch draußen waren. Das würde mich echt mal interessieren. Hallo Sebastian, schön, dass du hier stehen geblieben bist. Und dich kein Stück mehr bewegt hast. Biet ihm mal eine Rose an. Und, oh, einladen, über Nacht zu bleiben. Das können wir mal machen. Wir kriegen auf jeden Fall die ganze Zeit minus Verantwortung. Also wir haben gleich keine Verantwortung mehr. Toll, eine Pyjama-Party. Da ist er doch dabei. Sehr schön. Hier kriegst du eine Rose. Ich bin die Bachelorette. Hat er gerade gesagt Samstag? So, ich würde sagen, wir reisen mal zurück. Und dann bin ich mal gespannt, weil wir sind ja auch ziemlich unfit jetzt gerade. So, reisen und Sebastian nehmen wir mit. Jetzt kommt, ey. Mia rastet jetzt voll aus. Wo warst du die ganze Nacht? Ich hoffe nicht. Da gibt's nachher wieder eine Prügelei, ey. Das war ja wohl krass, oder? In der letzten Folge. Hat sich Jill einfach mal ihre Mutter verprügelt. Voll die Assis. Voll krass. Ich verstehe gar nicht warum. Jill war voll aggro. Seitdem sie ein Teenie ist, ist sie ziemlich aufmüpfig geworden, oder? Meine ich das nur? Ist mir das nur aufgefallen? Ich finde schon. Wer hat die Tür abgeschlossen? Lass mich rein. Weil so unerwünschte Gäste in den Schrank, an dem du Türen abschließt. Okay. So, hallo. Wir sind wieder da. Wir gehen mal hier hin. Oh, guck mal, das Ding ist schon rot. Können wir aber auch nichts dran machen jetzt. Ich glaube, wo ist Mia denn? Ach, Mia chillt ein bisschen am Pool. Ja, kann sie ja sonst tagsüber nicht, weil, ne? Ihr wisst ja. Ich würde sagen, das übernimmt jetzt mal Papa Macy Basie. So, Jill, du kannst mal direkt hier stehen bleiben. Macy Basie kommt jetzt und weist dich in die Schranken. Erziehung zu etwas beeinflussen. Hä, nee, aber anmeckern können wir sie gar nicht. Toll, ich dachte, wir können sie jetzt voll fertig machen. So, wo warst du die ganze Nacht? Können wir gar nicht, dann bringt ja diese Ausgangssperre gar nichts. Dann sind wir zwar unerlaubterweise draußen gewesen, aber, guck mal, er hat da so einen Biss. Guck mal da, er hat da so einen Biss. Ah, wie cool, das sehe ich ja jetzt erst. Der Versuch von Sarah mit dem Monster unter ihrem Bett kommunizieren war nicht erfolgreich. Er hat wohl jemanden keine Lust, Freundschaft zu schließen. Hä? Warte mal, Macy Basie kommt. Der macht das schon. Monster unter dem Bett einsprühen. So, komm mit, kleine Maus. Dann kannst du da gleich nämlich wieder reingehen und schlafen. Wir sprühen das Monster jetzt ein, dann wird es nicht mehr wiederkommen. So. Keine Monster haben hier eine Chance. Sehr gut. So, Macy Basie, was ist denn mit dir? Du müsstest doch eigentlich auch mal schlafen, oder? Du bist schon ziemlich ausgeschlafen. Kannst trotzdem dich nochmal hinlegen. Es war erst 1 Uhr. Leg dich nochmal hin und dann, damit du morgen in der Schule fit bist. Immer, Mary sich irgendwie immer nur noch am Essen, oder? Kann das sein? So, du hast noch Durst. Dann trink dir nochmal ein Schlückchen. Bevor du hier gleich wieder am Verdursten bist, du Arme. Dann müssen wir davon auch mal neue bestellen. Gönn dir ein Trinkpäckchen. Ach, guck mal, wie sch... Wie cool. Richtig geil. Ich will auch noch mal eben ins... Alter. Ich will auch noch mal eben ins Familieninventar rein. Weil da haben wir noch so viele Pflanzen drin, habe ich gesehen. Guck mal hier. Das haben wir alles noch hier drin stehen. Das ist ja alles noch aus Marys Garten. Den können wir eigentlich mal wieder aufbauen. Nur die Frage, wo, ne? Sollen wir das einfach hier hinten in der Ecke machen, so? Ich würde sagen, ja, oder? Dann machen wir das einfach mal hier hinten in der Ecke. Warte. Dann stellen wir das nämlich dahin. Hey, davon hatten wir noch zwei, oder? So, das kommt mal wieder hier hin. Das Gemüse. So, ja. Sehr gut.
Dann haben wir das nämlich auch mal wieder stehen. Das haben wir uns ja damals auch alles erarbeitet. Das würde ich schon gerne wieder haben. Damit wir da auch weiter dran arbeiten. Hier, da muss Mary dann auf jeden Fall wieder ran. Mary ist ja unsere Gartenqueen hier. So, den Busch hätten wir noch. Haben wir sonst noch irgendwelche Büsche? Oh, hier haben wir noch 6 Stück. Was sind denn das? Okay. Irgendwelche Special-Pflanzen. Stellen wir auf jeden Fall auch alle auf. Machen wir mal hier so eine zweite Reihe. So, so und so. Diese hier noch. Dann haben wir noch diesen. Was haben wir sonst noch? Dann haben wir noch Bäume. Das sind diese Simfruchtbäume. Die können wir auch mal so überall verteilen. Die brauchen jetzt nicht alle so in einem Fleck stehen. Können wir hier mal einen reinsetzen. Und hier bei der Kumu-Pflanze können wir noch einen hinstellen. Und machen wir mal hier irgendwo noch einen hin. Ah, hier noch so einen hin. So, das ist schön. Ach so, die haben wir noch. Das sind diese Special-Pflanzen wieder, ne? Die würde ich vielleicht eher dann doch hier hinstellen, weil die hier einfach besser zu passen. Obwohl es da jetzt gerade irgendwie doof ist, ne? Da fallen die irgendwie... Warte mal, wir stellen die mal einfach hier hin. Da haben wir noch den und diesen Busch hier. Achso, das sind nur die Früchte, ne? Ja, gut. Das sind auch nur Früchte. Das sind auch nur Früchte. Das hier ist noch ein Baum. Die stelle ich mal hier so hin. Alter, was wir alles für komische Pflanzen haben. Die Leute müssen ja denken, hier wohnen Außerirdische. Wohnen ja hier eigentlich auch. So, ich glaube, dann haben wir alles, ne? Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Sehr gut. Dann können wir das, haben wir das nämlich auch mal wieder aufgestellt. Und dann können wir uns da mal wieder richtig drum kümmern und die auch pflegen und alles. Sehr gut. Hier, die glitzern auch alle. Oh, guck mal, wie schön. Das ist alles gute Qualität. Da kannst du eigentlich mal eben gerade deinen Garten pflegen gehen, Mary, wenn du noch schon mal dabei bist. Mach das doch gerade mal. Sarah entdeckt, dass etwas Seltsames unter ihrem Bett ist. Hör mal, Sarah, was ist mit dir? Was ist denn mit dem Monster los, ey? Wir haben das doch jetzt schon dreimal eingesprüht. Wie oft denn noch? Dominik, kümmere dich doch mal bitte drum. So, Mary geht raus. Welches Dingens ist die überhaupt? Welches Level, was Gartenfähigkeit anbelangt hier? Level 10. Ach, da ist sie schon durch. Ja gut, dann kann sie das ja. Dann kann sie das ja gut. Dann mach das mal. So, was machen die anderen jetzt? Die gehen sich gerade, glaube ich, auch an den Pflanzen erfreuen, so wie das aussieht. So, ich mach mal ein bisschen schneller, damit die mal schneller hier ankommt. Sehr gut. Derzeit benötigt die Pflanzen keine Pflege, aber die können wir doch alle veredeln, oder? Ja. Nee, warte, wir können die doch hier weiterentwickeln irgendwie. Da weiterentwickeln. Den nicht. Den schon. Den auch. Den auch. Den auch. Den auch. Warte. Oh, die können wir fast alle weiterentwickeln. Mach mal eben auf schnell. Weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Mach doch mal hin, Mary. Was ist denn da los? Komm, go, go, Gadgetto hier. Weiterentwickeln. Ach, da kommt sie nicht dran. Okay. Ah, da müssen wir die nochmal weiter auseinanderstellen. Machen wir dann ein anderen Mal. Also nie. So, warte mal. Was ist denn jetzt hier los? Hat sie denn jetzt hier das mit dem... Ach, jetzt spielen die hier oder was? Hat sie denn das Monster jetzt eingesprüht? Ich glaube aber, die ist auch soweit fit, ne? Ja. Ja, wir müssen sie jetzt nochmal eben hier auf Klo schicken. Und sie allgemein ein bisschen fitter machen, damit sie dann gleich in die Schule gehen kann. So, dann haben wir das nämlich auch. Wie weit ist Macy Basie eigentlich hier mit seiner Entwicklung? Ausgelaugt. Er ist einfach ausgelaugt. So, wann... Ach so, der ist ausgelaugt, weil er wieder von der Kuhpflanze gefressen worden ist, der Idiot. Ach Mann. Das ist doch manchmal... Also manchmal sind die ja auch doof, oder? So, ich gehe mal eben runter. Der hat auch ein Hüngerchen. Ich lasse ihm mal eben was essen. Komm, wir machen mal Frühstück hier für alle. Wir machen mal Eier und Toast. Das mag doch jeder. Dann brauchst du... Hallo.
Du sollst dich hier um das Essen kümmern. Ach so, das macht jetzt schon jemand. Was will er denn jetzt? Ofenkartoffel zubereiten? Ja, von mir aus auch. Von mir aus auch gerne das. Hauptsache, du tust irgendwas, mein lieber Macy Basie. Damit du was zu essen kriegst, du armer Junge. Ich will, dass der sich jetzt endlich zum Vampir entwickelt, verdammt. Er soll jetzt ein Vampir werden, Freunde. Das ist doch wahr. Wir wollen es jetzt endlich sehen. So sieht das schon mal sehr gut aus. Jetzt will er Basketball spielen gehen, aber er soll ja hier die Ofenkartoffeln weitermachen. So, Level 7 der Kochenfähigkeit, sehr schön. Du sollst nicht Basketball spielen gehen, du sollst hier die Ofenkartoffel fertig machen. Level 3, das ist schon ein Unterschied, ne? Level 7 und Level 3. So, sehr gut, jetzt macht er sie. So, hast du fertig? Oh, das hält immer so lange auf, dass sie immer noch 5 Stunden vor diesem Grill stehen müssen, bevor sie dann zuklappen können. So, dann gönn dir mal eine. Ein Gericht nehmen. Dann ess mal. Mason muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Sehr gut. Das ist doch scheiße, ey. Der soll sich jetzt mal entwickeln hier. Der soll jetzt mal zu einem Pokémon werden. Nein, zu einem Vampir natürlich. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke. Tschüss. Naja, wenigstens ist er gut gelaunt. Außer Social ist ein bisschen niedrig. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, Mary müsste eigentlich ein bisschen schlafen. Die ist tierisch gelangweilt. Was mit dir? Du bist eigentlich ganz fit, ne? Dominik ist eigentlich immer fit, ne? Ja, das finde ich gut. So, die kleine Maus nimmt sich jetzt, glaube ich, auch was zu essen. Sarah muss in circa einer Stunde bei der Schule sein. So, du musst jetzt auch mal raus aus den Federn. Ich weiß, du hast wenig geschlafen. Aber das bist du selber schuld. Wir nehmen uns mal eine schnelle Mahlzeit, so Cerealien hier. Wir können eigentlich auch mal Lunchpakete vorbereiten, ne? Finde ich irgendwie auch eine schöne Idee. Mach mal ein Lunchpaket. Thunfisch-Salat-Sandwich. Boah, geil, Alter. Hätte ich das gefeiert, wenn ich das immer mit zur Schule gekriegt hätte. Thunfisch-Salat-Sandwich. Ich habe immer nur Geld gekriegt, muss mir es selber holen. Nein, meine Mama hat mir natürlich auch Brote geschmiert. Kennt doch jeder, oder? Die Brote von der Mama. Die schmecken einfach immer am besten. Man kann sich das Brot genauso schmieren, wie die Mama es macht, aber es schmeckt trotzdem von der Mama irgendwie besser. Ist irgendwie immer sehr komisch. So. Dann machen wir ein Lunchpaket hier fertig. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr, bis die Schule anfängt. Alter, wie sie mal abhackt hier. Ja, übertreib nicht, mach jetzt hier kein Spirenzkiss. Du sollst jetzt hier das Dingen machen. So, also, was hast du? Nötig Nahrung, ja. Haben wir noch Nahrung? Ein Paket haben wir, glaube ich, noch. Warte. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hatte ich doch gerade. Übrigens hatte mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, Mimi, räum doch mal bitte die Inventare deiner Sims auf. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Es ist einfach total unübersichtlich und scheiße, wenn wir da so viel drin haben. Aber ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, wie dies. Organisatorisch bin ich halt nicht so dabei. So, was ist mit dir hier los? Jetzt stocken hier wieder alle rum. Jetzt kommen alle wieder in die Küche gelatscht und machen alle wieder nichts. So, jetzt machen wir alle was. Sehr gut. Haben wir eigentlich zwei Butler? Irgendwie sind es immer zwei verschiedene. Kann es sein? So, was ist jetzt hier? Liam ist zur Schule. Sarah ist zur Schule. Alle zur Schule. Stopp. Nein, tu es nicht in den Kühlschrank. Tu es nicht. Tu es nicht. Kann ich das nicht hier ihm geben? Ich will das ihm ins Inventar legen. Dann hat er wenigstens ein Brot in der Schule dabei. Hallo? Manchmal passiert dann einfach nichts. Ich hasse das. Warte mal. Ich kann ihn doch auch irgendwie öffnen, ne? Ja, da öffnen. Hallo? Öffnen. Ach so, da ist er schon offen. Sehr gut. Eins ist verdorben. Kann ich das mal hier reintun? Nein! Jetzt habe ich es verkauft. Oh, Mann! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur das Verdorbene verkaufen. Scheiße. Was ist sie denn? Sie geht erstmal voll ab. So, Jill, du musst auch mal in die Schule. Ja, sie ist auf dem Weg. Sehr gut. Ist auf dem besten Weg, ne? Tschüss, viel Spaß. So, kann mal jemand hier die Kuhpflanze ernten? Melken. Sehr gut. Jill ist zur Schule. Alle sind zur Schule. Macy Basie ist auch sogar auf der Arbeit. Ja, da wird sie sich wahrscheinlich diese Folge auch wieder nicht entwickeln. Da müssen wir leider bis Montag warten, bis zur nächsten Folge Girls WG. Tut mir jetzt sehr leid. Oh, schnell, schnell, schnell. Und dann schnell wieder rein. Hier hingehen. So, Mia hat ein Rätsel für Flüssigkeit der Essenz des Unbehagens. Okay. Wer ruft an? Wer stört? Abgespiked?
Abgespiked? Ein Lehrer hat bemerkt, wie Liam bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers abgespickt. Abgespiked. Sehr geil. Abgespickt. Ein Lehrer hat bemerkt, wie Liam bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschildert und ihn ins Sekretariat geschickt. Ich bin sicher, dass es ein Irrtum war. Mein Kind sollte den Test neu machen. Wir stehen natürlich zu unserem Kind. Mia Born hat der Schule von Liam einen Rat erteilt, wie man der Situation umzugehen hat. Empathie steigt, Verantwortung sinkt. Ja gut, aber ihr wisst schon. So, jetzt müssen wir Mia auch noch alleine losschicken. Die muss jetzt nämlich zur Arbeit. Tschüss. Die brennt gleich wieder. Gleich stirbt die wieder, weißt du? Und dann bin ich wieder schuld hier. So, wer ist denn jetzt noch da? Gar keiner mehr, ne? Mary ist noch da und Dominic ist noch da. Muss Mary denn heute arbeiten oder hat die heute free? Warte mal, ich guck mal eben. Die hat heute frei tatsächlich. Sehr gut. Dann kann Mary sich eigentlich heute mal wieder, weißt du, Mary soll mal nicht mal schlafen. Mary kann heute mal wieder ein bisschen Sport machen. Bei Mary müssen wir echt immer ein bisschen drauf achten, dass sie zwischendurch mal Sport macht, weil die isst ja sehr viel, weil die ja ein Vielfraß ist, ne? Und ja, ich finde ihre Figur toll, aber man muss halt immer ein bisschen drauf achten. Guck mal, Dominic ist auch richtig durchtrainiert, ne? Der kann eigentlich mal mit Sport machen. Komm, machen die zusammen ein bisschen Sport. Zusammen lässt sich doch immer einfacher trainieren. Schwerer trainieren, wollte ich jetzt schon sagen. So, los geht's. Warte mal, ich repariere das hier mal. Und dann machen wir das mal an auf Pop. Sehr gut, dann können die beiden hier nämlich mal ein bisschen Training machen. Das war's schon wieder mit Training. Hallo? Jetzt will sie Shisha rauchen. Okay. Nee, mach mal Training. Mach mal Training. Hä? Hallo, ey, was ist mit denen los? Die hören immer sofort wieder auf. Trainiert. Kinders, trainiert. So, sehr gut. Jetzt trainieren sie beide ein bisschen. Das finde ich sehr schön. Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass in dieser Folge leider auch wieder nicht geklappt hat. Die Folge war jetzt wirklich wieder viel einfach so ein bisschen rumhängen hier bei der Girls WG, ne? Manchmal passiert halt auch nichts, da machst du nichts. Das ist einfach so. Ich mache mal den Fernseher so lange aus. Es muss ja hier nicht alles an sein. Sehr gut. Dann lassen wir die jetzt eben nämlich noch ein bisschen laufen, damit sie noch ein bisschen abspecken, die beiden. Obwohl Mary eine super Figur hat im Moment, finde ich. Gefällt mir echt gut. Vielleicht wirkt sie in dem Kleid auch nur ein bisschen dicker, als sie eigentlich ist. So. Celine Sullivan möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Das ist voll in Ordnung, Celine. Komm ruhig vorbei, besuch mal deine Eltern. Die sind nämlich heute auch zufälligerweise beide allein zu Hause. Da kannst du nämlich gerne mal vorbeikommen. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Die heutige Post wurde zugestellt. Und die Post, die könnt ihr euch sparen. Das ist meistens eine Rechnung. Celine! Huhu! Herein bitten. Komm, das machen wir mal. Das machen wir jetzt nochmal. Dann haben wir wenigstens etwas gemacht. Und die 14.000 Euro für die für den Haushalt hier sind angekommen. Müssen wir auch noch die Rechnung bezahlen. Sehr schön. Was macht Dominic? Der geht baden. So. Hat sie ihn jetzt reingebitten? Wo ist sie denn jetzt? Sie steht an der falschen Haustür. Bewunderung ausdrücken machen wir einfach mal. Aber es ist ja schön, dass wenigstens noch Celine zum Schluss zu Besuch gekommen ist. Die haben wir nämlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber sie ist immer noch wunderschön, oder? Unsere süße Celine. Finde ich irgendwie schön, dass sie da zwischendurch mal vorbeikommt. Was sie da anhat für Hippie-Klamotten. Da müssen wir... Hä? Was macht ihr da? Seid ihr doof? Jetzt kommt sie hier rein, weißt du? Anstatt, dass wir draußen schön sind. Helfen, schlechte Beziehungen zu kitten. Hä? Hat die eine Beziehung mit der? Das wusste ich ja gar nicht. Wir können ja immer die Massagen anbieten, weil wir ja jetzt so ein Ding haben, weißt du? Bewunderung ausdrücken, das machen wir nochmal. Warte mal, können wir zusammen hier nicht hinsetzen? Hier sitzen und plaudern, das machen wir mal, komm. Komm mal mit, Celine, komm mal mit. Wir können uns hier schön an den Pool setzen und plaudern. Wofür haben wir denn so einen tollen Pool? Ach, guck mal, ist das nicht schön? Herrlich. Das finde ich richtig schön, dass wir sowas auch mal wieder machen. Das haben wir echt... Schön, dass sie mal zu Besuch gekommen ist, muss ich wirklich sagen, echt. Warte. Machen wir das mal hoch, dann sieht es auch nicht so doof aus alles. Aber ich finde es wirklich sehr schön, dass die Simpson auch selbstständig hier zu Besuch kommen.
Und wir haben Celine ja wirklich schon lange nicht mehr gesehen, ne? Deswegen ist das echt mal toll, dass Celine mal vorbeigekommen ist und Mary mal wieder ein bisschen mit ihr labern kann. Obwohl die noch ein sehr gutes Verhältnis haben, muss man ja sagen. Ich drücke hier nochmal die Bewunderung aus und dann würde ich sagen, war es für diese Folge. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst, liebe Leute. Hau da rein. Tschüssi!